Als eine Einheit wollen der Schwäbische Albtourismusverband sowie dessen Partner und Biosphärenwirte in diesem Jahr auf der Messe auftreten. Um das neue Konzept vorzustellen, hat sich der Vorsitzende Mike Münzing gestern mit Partnern aus der Region, allen voran Bäckerbeck und Bergbrauerei, im Graf Eberhard Hotel in Bad Urach getroffen. Die Schwäbische Alb möchte deutlich machen, dass wir mehr sind als eine Ansammlung von attraktiven Städten und einer attraktiven Landschaft, einer Kultur und Kulturlandschaft, sondern dass es bei uns auch Genussreiches gibt, Kulinarik einen hohen Stellenwert auch hat. Und genau das wollen wir auch auf der CMT deutlich machen. Damit die Besucher die Kulinarik der Schwäbischen Alb auch entdecken, haben sich die gastronomischen Partner der Region das Biosphärenkörble oder Genusskörble ausgedacht. Was das für Vorteile für die Besucher des Messestandes mit sich bringt, weiß Mike Münzing. Das heißt, die Besucherinnen und Besucher der CMT haben die Möglichkeit, die Genüsse der Schwäbischen Alb zusammenpacken zu lassen und in dem Biosphärenkörble dann mit nach Hause zu nehmen. Die Schwäbische Alb insgesamt stellt sich vor und es ist angerichtet, die Schwäbische Alb mit allen Sinnen erfahren zu dürfen. Die Urlaubsmesse CMT öffnet übrigens vom 17. bis 25. Januar ihre Türen. Wer am Stand der Schwäbischen Alb ein fertig zusammengestelltes Genusskörbchen erwerben will, muss 29,90 € dafür bezahlen.